speichern sie regelmäßig. Man weiß nie, was hinter dem nächsten Baum wartet. Oder was? So, ach, das ist hier mit Absicht so unscharf. Ich verstehe. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, wo ich das Video... Na egal, da sind wir wieder. Wollte ich eigentlich sagen, und zwar zwei Entscheidungen. Entweder ich fliege jetzt los oder ich gehe einfach durch das komische Portal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich tue. Warte mal. Das führt da hinten raus, oder? Verdammt. Ich dachte, das... Ach, gehen wir mal durch. Aber kann ich das Ding vielleicht noch einstellen? Auf diesem Teleporter steht Lager. Ihr tretet zurück. Okay, gut. Das ist also Lager Adlernest. Das ist ja auch hervorragend. Gehen wir hier mal durch. Zack. So, wir sind genau da, wo ich dachte, wo ich bin. Und zwar hier. Aber kann ich hier vielleicht was umstellen? Auf diesem Teleporter steht Lager Wächterblick geschrieben. Er führt zum Lager Adlernest. Ihr tretet zurück. Da stand gerade was anderes, aber gut. Ja, Hä? Wer seid ihr denn? Habe ich die schon umgebracht? Nee, das war nicht ich. Glaube ich. Wir haben das Kurzzeitgedächtnis. Oh, jetzt sind die Wände hier weg. Ah, ja. Also können wir weiter in den Orobias-Fjorden vordringen. So, die 6 war der Drachenstein? Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Oh Gott. Das wäre beinahe schief gegangen. Gott sei Dank habe ich Zielsuchenraketen. Das Beste, was ich jemals erfunden habe. So, möchte ich aber echt endlich mal wissen, was hier oben das für eine Bude hier ist. Und, wo hat denn dieser... Verwirrend hier. Wo hat denn dieser Weg bitte schon am Anfang hingeführt? Warum ist hier oben so schlechtes Wetter? Und was ist denn noch so ein Portal? Ah, dieser Entdeckerdrang ist immer wieder schlimm. Das sieht irgendwie nach einem richtigen Portal aus. Okay, gucken wir uns später an. Ach, nur diese... ich habe gerade hier oben links auf die Karte geguckt und sehe jetzt nicht 1000 rote Punkte. Was ist denn hier los? Ach, da hinten ist schon wieder das nächste Schild. Oder nicht? Oder doch. Und ich höre doch... Verdammt, ich werde schon wahrnehmen geschossen. Ich weiß nicht von wo. Ah, da. Hui! Zielsuchenrakete. Oh. Oh. So zerplatzen die? Das ist ja grausam. So, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass... Ach, das sind hier mehrere Schilde übereinander. Also ich kann zumindest bis ran fliegen, aber... Sind das eigentlich für Schilde? Sind das hier undurchfliegbare Schilder, oder? Nein, das sind durchfliegbare Schilder, aber leider mit einer erhöhten Schadenskomponente. Na gut, da muss ich dann gucken, wie ich da hinten am Fußweg langkomme. Oh, das, also diese Fjorde sind ganz schön riesig. Was haben wir hier noch? Ein Schiff. Also wir liegen ja überall tote Leute rum. Also ich weiß gar nicht, wie die hier überall hinkommen. Ja, hier ist auf jeden Fall die andere Hälfte von dem auch immer, was das da war. So, hier ist ein Lager. Da ist nochmal ein Portalstein. Also man muss die ganzen Flecken gar nicht, Strecken gar nicht fliegen. Man kann die auch laufen. Na gut, das sieht hier irgendwie so aus wie Drachenlandeplatz. Ich kann ja trotzdem mal kurz ein... Nein, ich... Also ich sehe hier Leute und wenn ich Leute sehe, heißt es... Also bis jetzt konnte ich nie mit den Leuten... Die Leute nie sehen. Weil ich den hätte ich hier auch angreifen können. Denn war doof. Nein, ich wollte gerade sagen. Die großen Kisten kann ich nicht kaputt machen, das ist klar. Aber die kleinen hätte ich ja jetzt erwartet und kann ich auch. Sehr schön. Ja, also da mich der Bauer da hinten nicht angreift, wo ich jetzt hier rausgekommen? Gim? Ein Drache, ein echter Drache! Seid ihr und dieser Tag. Aha. Ja. Gut. Schön, dass wir hier gelandet sind. Tja, sind das wie... Die sind noch lauter grüne Punkte. Mal sehen, was die mit mir zu bereden haben. Oder ob die was mit mir zu bereden haben. Und oder ob die mich gleich angreifen werden. Schauen wir doch mal. Wo sind wir hier? Willkommen auf Burg Drachenfelsdrache. Hä? Turbolisk! Toller Name. Hallo. Genießt euren Aufenthalt, solange ihr könnt. Tibus? Also, du bist ein echter Drachenritter, ja? Nein, ich kann mich einfach nur, ja, genau, Gedanken lesen. Ach, komm. Warte nur, Drache. Bald werden sie dir zeigen, wer der Stärkere ist. Oha, ich wittere eine Falle. Ah, also bist du kein... Ah, ein Witz. Lustig. Der Name ist Tibus. Ich und meine Leute sind Drachenanbeter, wie auch die anderen hier. Aha. Wir haben schon lange auf einen von euch gewartet, weißt du? Aha. Warum? Habt ihr in Wahrheit? Aber ihr klingt nicht so gebildet und respektvoll wie die, ja genau. Wir sind erst hergekommen, nachdem Orobas gefangen wurde. Hä? Achso, Orobas war wahrscheinlich der Drachenritter hier. Wir wollten einfach Unterstützung zeigen. Aha. Was hast du gerade gesagt? Ich zeig dir gleich.
Tut mir leid, ich meine, das ist vielleicht, weil wir nicht von hier sind. Aha, interessant. Was? Nein, warum denn? Wir sind hier, um dich anzubeten. Ich wittere Verrat. Weil wir einen Ritter brauchen, um Orobas, ich meine Lord Orobas aus der Höhle zu befreien. Wer soll das Lord Orobas? Oh, naja, das kriegen wir sicherlich noch raus. Bis dann. Also die sind irgendwie nicht so ganz geheuer, die Kollegen hier. Mit dir kann ich gar nicht reden. Ich kann die nicht mal anklicken. Was ist hier denn, ein Stück Umgebung? Wenn nur wissen, eine Frau ist, wird sie hier zum Stück Umgebung deklariert oder was soll denn das? Hallo, endlich! Lord Orobas wird befreit! Na, da wird euch reicher belohnen als in euren kühnsten Träumen! Darüber reden wir noch. Hallo, Artemas. Ich heiße euch willkommen, mächtiger Drache. Habt ihr vielleicht Interesse an meinem bescheidenen Angebot? Ja, wie kannst du denn hier handeln? Ich handle nicht nur mit meinen Glaubensbrüdern, sondern auch mit dem ein oder anderen Champion. Wie kommen die hier hoch? Also, wie kommt ihr hier hoch? Ist die bessere Frage. Ja, die Champions kommen ab und an hierher. Auch wenn das den verhassten Drachentötern missfällt. Ach, den verhassten. Damit man Leuchter. Ja, genau. Sie bemitleiden uns, ja. Glauben, dass wir halb verrückt oder total wahnsinnig sind. Aber sie schätzen einige unserer Drachengegenstände, die wir in den Ruinen von Burg Drachenfels finden. Drachengegenstände? Mit ihrem Gold kaufen wir das Notwendigste. In Hohenzell und manchmal sogar in Alerot. Ich schätze mal, Hohenzell ist das Ding, was die drei Schilde drauf hat. Ja, zeig mir mal den Namen. Sofort. So, liegt der mir zu Füßen? Nee. Was hat er denn? Wahrscheinlich gleich wieder einen dreifach besseren Bogen als mein aktueller. Sehe ich doch. Ja. Na gut, so viel besser ist. Nee, meiner ist, glaube ich, besser. Mana-Entzug. Warum können alle Bögen Mana-Entzug? Was soll denn das immer? Oh, der ist aber natürlich nicht schlecht. Aber egal. So, wer bist du? Hallo? Achso. Endlich! Lord Orobas wird befreit! Er möge euch reicher belohnen als in euren kühnsten Träumen! Also ich versuche hier mal kurz mit allen Leuten zu sprechen, bevor hier die Falle zuschnappt. Also das ist ja sowas von offensichtlich, dass hier gleich irgendwas passiert, was mir nicht gefällt. Hey, die Geschichte Rivelons in Reim, Teil 1. Hübsch. Yay, ja, hübsch. Werfe ich euch gleich wieder weg, sobald ich zu wenig Platz habe. Werde ich wie immer durchblättern. Ich sollte die Bücher mal selber lesen, fällt mir gerade ein. Ich blätter die ja nur mal durch, weil ich die ja, ich möchte ja nicht den Spielfluss bremsen. Und ich wollte die, ich nehme mir immer vor, die selber noch zu lesen, bei nächstbester Gelegenheit. Wenn ich die angucke, aber irgendwie, oh, wer ist er denn hier? Oh, hier liegt noch ein Drachenbuch und noch was anderes. Hallo, Pantheos. Willkommen, Drachenritter. Lange haben wir auf jemanden wie euch gewartet. Jo, Kiste? Genau, ein Schlüssel. Jo, Trank der Verjüngung. Ich glaube, viel höher geht's ja auch nicht. Ist nie so. Guck mal, lesen wir mal kurz das komische Buch, was wir gerade gefunden haben. Das würde mich ja mal sehr interessieren. Buch des... Achso, und jetzt hatten wir ja schon Seelenverbindungsvertrag. Das müsste irgendwie so normal sein. Kelch des Drachen. Man soll übrigens nicht alles glauben, was in Büchern steht. Stand einmal im Ladebildschirm. Der Kelch von Orobas ist gesegnet und mit allerlei wertvollen Schmuckstücken versehen. Er verleiht jenen, die ihm den gebührenden Respekt entgegenbringen und den ehrenvoll behandeln, eine besondere Kraft. Dieser großartige Kelch gehört zu den unbezahlbaren Reliquien, die einer der mächtigsten Drachenritter zurückgelassen hat, die je in Rivelon gelebt haben. Lord Orobas hat nicht nur aus diesem Kelch getrunken, um seine Kräfte zu erneuern, sondern auch in Verbindung mit einer uralten Pflanze bei besonderen Ritualen eingesetzt. Gut, das würde erklären, wo hinter die Typen her sind. Nicht wieder falsch fallen. Obwohl, eigentlich kann ich ja in jeder Situation wegfliegen. Oh. Achso, mein Hund. Ich wollte gerade sagen, hier war. Oh, da hinten ist noch so ein Portalstein. Jetzt weiß ich, wie die herkommen. Die Zeit ist nah. Ein weiteres Mal werden wir uns an seinem Glanz erquicken. Ja, der König der Lüfte wird sich in Freiheit schwingen und all jene verbrennen, die ihn einzusperren gewagt haben. Mögen alle Drachentöter dieses Schicksal erleiden. Ja, das müsste man vielleicht nur mal ein bisschen Aufklärungsunterricht erteilen, den Drachentöter. Warum haben die denn. Ich bin so hungrig. Könnt ihr nicht einen Wimmern oder sowas jagen? Du. Ja, ich kann Wivern jagen. Das ist auch das Süß, naja. Ich kann Wivern jagen. Das Problem ist bloß, da bleibt nicht mehr viel übrig von den Kollegen. Hallo, Klett. Ein Drachenritter. Endlich sehen wir einen. Endlich. Ich frage mich, seit wie vielen Generationen die hier schon warten oder ob die. Oh, guck mal. Proxelit. So, schauen wir mal. Das ist den Portalstern. Wo führt denn der jetzt eigentlich ab Standard hin? Auf diesem Teleporter steht Lager Drachenfels geschrieben. Er führt zum Lager Wächterblick. Ach. Lager Heldenmut? Ein neues Ziel wurde festgelegt. Ihr tretet zurück. Ach, Heldenmut ist, glaube ich, nee, Heldenmut ist nicht da, wo ich dachte, wo es ist. Bin ich hier? Verdammt! Ich hasse diese Teleportersteine. Anti-Drachenzone, ja. Anti-Drachenzone. Zur Flussheimschlucht.
Ach, hier bin ich. Na, ich geh mal wieder zurück. Ah, warte mal, das muss ja nicht heißen, das Portal... Auf diesem Teleporter steht Lager Heldenmut geschrieben. Er führt zum Lager Adlernest. Das Steuerfeld wurde zerstört. Verdammt. Ihr tretet zurück. Wenn es im Spiel hektisch muss, könnt ihr das... Der Porter, das Teleporter ist aber kleiner. Auf diesem Teleporter steht Lager Adlernest. Ihr tretet zu. Also irgendwie führen... Das war... Warum kann ich den jetzt eigentlich nicht einstellen? Ich meine, ich kenne doch jetzt das andere. So, kann ich den hier einstellen? Auf diesem Teleporter... Ihr tretet zurück. Na gut, dann müssen wir da wieder hinfliegen. Mann, nee. Ach, ich verbrenne sogar ein Stück vom Boden, wenn ich hier aufspringe. Das ist interessant. Guck mal. Ein Wivermörder? Achso, ist wahrscheinlich eine Wipper, die Mörder ist. War ich da vorhin? Ja, ich glaube, da war ich vorhin. Oh, verdammt, die sterben gar nicht mehr beim ersten Schuss. Ich muss, glaube ich, mal Feuerball leveln. Ui, na komm. Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Also laut Karte ist hier noch irgendwo... Oh, dann ist noch so ein Wal. Oh, die Sprinter halten nicht ganz so viel aus. So, zack, Rakete wieder bereit. Bumm. Es sieht irgendwie auch ganz lustig aus, wenn die so explodieren. So, war denn jetzt hier das komische Lager? Ach, da oben warst du schon. Da oben ist ja noch so ein Turm. Ach so, zu dem wäre ich natürlich auch irgendwie hingekommen. Ach, ich kann ja doch rüberfliegen, das ist interessant. Ich dachte, das geht nicht. Hui. Ja, fliegen ist schon ganz praktisch, die Fähigkeit, muss ich sagen. Da kann man auf jeden Fall... Ja, Auf diesem Teleporter steht Lager Drachenfels geschrieben. Er führt zum Lager Hohenzell. Hä? Mit mal Hohenzell? Da stand ja aber vorhin noch nicht drauf. Auf Hohenzell. Warte mal. Doch, stand da. Verdammt. Das ist Lager Hohenzell. Das ist aber riesig. Oh, hier sind immer Kisten, die ich kaputt machen kann. Ist ja mein neues Lieblingshobby. Kisten kaputt machen, um Geld zu kriegen für Heiltränke. Weil die Lebenshaltungskosten als erfahrener Abenteurer sind ja gewaltig. Gerade als Drache hat man ja noch extra Ausgaben. Ach, da drüben ist das komische Portal-Ding ins Bums. Na komm, jetzt können wir auch gleich mal rüberfliegen, wenn wir schon mal hier sind. Und zwar kommen die Drachenverwandlung, aber nein. Können wir trotzdem mal machen. Es sind hier noch mehr Wibbern, aber ich sehe sie nicht. Also angeblich sind hier welche. Ne, ist mein eigener Schatten. Den kann ich nicht mit dem Feuerball abknallen. Nun gut. Ich wüsste ja wirklich mal gern, was das für ein Portal ist. Oh Gott, ich glaube, ich bin... Nee, doch nicht. Wer seid ihr? Leiche eines Champions? Oh. Oh! 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 Ich wollte gerade sagen, ich könnte hier jetzt Drache rumfliegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die recht dicke Drachenschilder haben. Schwebesöldner. Aha. Schön hier auf jeden Fall in der Hölle oder wo immer ich hier bin. Also ich glaube, das ist hier die Verdammnis, ne? Also da, wo der schwarze Ring halt herkommt ursprünglich. Na gut, ich verwandle mich hier trotzdem an. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Oh. Oh, ja, gut. War auf jeden Fall ein super Plan von mir, schon mal runterzuspringen und mich danach in den Drachen zu verwandeln, statt mir einfach eine flache Fläche zu suchen. Ich spare mir das mal hier reinzugehen, durch das... Okay, das ist irgendwie schließen, das Portal ist mir aus. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ja, muss irgendwie gehen. Das Portal ist mir ja sehr unsympathisch, das hier. Das ist diese Dimensionsportale. Was? Kann ich. Wie? Was? Ich kann hier nicht den Berg. Ah, ich bin auf diesen Turm. Muss der echt hochrennen? Das ist ja ärgerlich. Warte mal, das wird doch gerade schon wieder ein Fail. Oh Gott. Ich hab's gerade schon kommen sehen, dass ich mich direkt unter diesen Teleportstein geportet habe, zurückverwandeln und dann einfach weggeportet werde, wenn ich unten auf dem Boden ankomme. Okay, das eine Lager heißt also Hohenzell, das gegenüber vom Portal.
Also im Moment kann ich mit diesen ganzen Puzzlesteinen noch nicht viel anfangen. Ich weiß auch gar nicht, was diese Portalsteine bringen, solange ich mich in den Drachen verwandeln kann. Aber vielleicht wird mir die Fähigkeit irgendwie noch genommen oder hier kommt gleich eine riesengroße Anti-Drachenzone. Frag mich aber, was passieren würde, wenn jetzt hier ein echter Drache kommen würde. Also so ein Drache. Ich bin ja nur so ein Pseudodrache. Oh Gott.